Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Video der Lewis Hamilton Karriere. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag gehabt. Und wenn du die Lewis Hamilton Karriere nicht verpassen möchtest, dann lässt du jetzt gerne ein Abo da. Weil ich sehe nämlich, dass super viele von euch meine Videos gucken, aber gar nicht abonniert haben. Also von dem her, lasst das Abo verschwinden. Ich würde mich riesig freuen. Ganz kurz auch zum Auto erzählt. Ich habe richtig gute Updates bekommen. Das sind die neuen, die ich in Auftrag gegeben habe. Ich habe tatsächlich schon aerodynamisch richtig Fortschritte gemacht. Also wir haben da schon mal den Einzelstück Frontflügel, dann haben wir die Bodenversteifungsstrebe haben wir. Dann haben wir im Chassis haben wir das leichtere Cockpit. Kabelbaum ist leider gefällt, das kommt aber noch nach. Und wir haben die Zylinderköpfe noch bekommen. Strapazierfähigkeitstechnisch sollte man in F1 23 einfach nichts machen, weil es einfach nichts bringt. Also in meinen ganzen Karrieren hat es nichts gebracht, diese Sachen zu entwickeln, also kann man das getrost ignorieren, weil Ausfälle ich eh reduziert habe und ich die eh nicht auf Max habe und von dem her kann man durchaus einfach ignorieren. Aber ohne viel Zeit zu verpassen, lasst uns direkt auf Jeddah reingehen und das Qualifying starten. So, people, let's go, rein in Jeddah. Ich mag Jeddah wirklich, sie gefällt mir vom Flow richtig gut. Und dann einfach mal gucken, wo wir hier am Ende landen. Okay, aktuell Pole Position. Mal gucken, wie lange. Immer noch? Ah. Wobei, P5 ist nicht schlecht. Jetzt den ersten Sektor nicht so gut getroffen, leider. Okay, noch passt alles. Setup ist auch okay gewählt. Hoffe ich zumindest. Das war sehr gut. Ah, P5 geht auch noch ein bisschen mehr. Letzte Kurve wird jetzt entscheidend sein. Leider nur P5. Aber besser als P8 in Bahrain. Jeddah liegt mir auch besser. Let's go. Ja, Leute. Also, P5 ist es für uns. Ich sehe gerade, die Top 4 ist innerhalb einer Zehntel. Was wirklich, wirklich heftig ist. George Russell ist 6000stel hinter uns. Ich hoffe, es sind 6000stel. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Wir müssen gucken, dass wir nach vorne kommen, irgendwie Perez aufhalten können. Wenn wir diese WM überhaupt für uns haben möchten, müssen wir generell versuchen, jetzt so langsam in die Podiumsposition zu kommen, konstant in die Podiumsplätze zu kommen und uns auch nach vorne zu kämpfen, damit wir sagen können, ey, 8. WM-Titel, Lewis Hamilton, Ferrari. Dementsprechend, let's go, wir gehen rein und gucken einfach, was passiert. So, auf ein gutes Rennen. Wir gehen eine Runde früher in die Box als Leclerc, damit wir vielleicht undercutten können. Ja, wir haben tatsächlich direkt Verstappen bekommen. Sehr schön. Oh, der ist auf Mediums gegangen. Interessant. So, wir müssen jetzt wirklich versuchen. An Alonso dran zu bleiben. Komm schon. Zumindest mal für die ersten Runden müssen wir dranbleiben. Okay, wir sind ganz tief im Windschatten von Alonso. Sehr schön. Oh, Alonso nicht mit so viel Straightline Speed, wie es aussieht. Und swoop.
Schade. Wir dürfen im ERS jetzt nicht so viel übertreiben. Schade. So, jetzt müssen wir ein bisschen mit dem ERS sparen. Sollte ja hier kein Problem sein. Boah, da kam auch gerade ganz ungünstig mein Heck. Müssen wir doch mehr ERS verballern. Es macht Riesendruck wieder auf Leclerc. Aber ich würde sagen, wir kommen wenigstens in Jeddah echt gut mit. Auch wenn es gerade so ein Windschatten-Battle sein wird. Aber Alonso nicht mit so wirklich viel Straightline-Speed. Ja, das geht für Leclerc. Oh. Da kam gerade ganz ungünstig mein Heck. Und fast hat man auch seine Nase reingehalten. Okay, Leclerc fällt sein. Platz wieder back, sehr schön. Dürfen nur nicht aus dem DRS fliegen. Ich komme im ERS nicht hinterher. Muss wirklich jetzt aktiv ERS sparen. Sagte er und drückt auf einmal. Oh, Verstappen mit einem super Exit. Na gut, da mache ich nichts. So, wir lassen uns jetzt nicht abschütteln von Verstappen und Leclerc. Hoffe ich mal. Verstappen hat echt eine krasse Pace gerade. Ist wirklich. Uff. Leclerc geht für Perez. Leclerc geht für P1, nice. Schön. Okay, Box ist lap. Perez hat mal übel eine Pace mit den Mediums. Ich hoffe, ich habe auch gleich die Pace. Das darf man jetzt auf jeden Fall länger draußen bleiben. Oh, Kontakt mit der Wand. Okay, ansonsten kein Flügelschaden. Boah. Da bin ich jetzt mit dem Hinterrad angedotzt. Wo Alonso kommt. Ja, Verstappen auf P1. GG. Okay, 2,3 Sekunden für den Boxenstopp. Sehr schön. Ja, ein bisschen freie Fahrt. Let's push. So, eine kleine Box.
Ist die Frage, kriege ich die beiden? Oder kriege ich sie nicht? Beiden fahren jetzt raus. Ja, ich habe beide. Sehr schön. Aber es wird nicht einfach. Absolut nicht einfach, die beiden hinter mir zu halten. Also bereinigt bin ich jetzt P1. Wenn wir auf Verstappen Zeit gut machen und ihn auch undercutten können. Aber das wird jetzt nicht einfach. Absolut nicht. Na, und Perez kommt jetzt schon. Fighten gar nicht so viel lang, weil ich möchte zu Verstappen nichts verlieren. Okay, we've lost a position. That's us down a place. So, nicht, dass Perez machen kann. Ich darf halt den ganzen mittleren Teil kein ERS benutzen. Ich brauche das ERS für die beiden Geraden. Perez ist schon hier. Eieiei. Der Boy ist schnell. Oh, Leclerc. Ach, schade, Leclerc hat sich geschafft. Schade, schade. Vor mir ist Sarge und Tsunoda. Ich hoffe, die kosten mich jetzt nicht so viel Zeit. Und schon Leclerc überholt Perez. Solange Perez DRS hat, wird er nicht an ihm vorbeikommen. Oh, Perez lunscht rein. Ich habe DRS bekommen? Von wem? Ach lol, von Perez. Nein, Leclerc geht rein. Warum tust du das? Steck zurück, Leclerc. Steck zurück. Steck bitte zurück. Ach, come on. Wir kosten uns gerade so viel Zeit. Entweder geh vorbei oder bleib hinter mir. Okay, wir sind 1 und 2 gerade. Ja, geh vorbei. Ist kein Thema. Verstappen auf hart. Interessant. So, wollen jetzt nicht hier den krassen Helden spielen. Ein bisschen Leclerc verkauft. Was mir auch ein bisschen leid tut, aber ich kann es nicht ändern gerade. Verstappen schiebt Leclerc von der Strecke. Eieiei.
Muss man Peres dranbleiben. Oh. Alter, was ist das für ein Fight hier? Vier Autos fighten um P1. Da hinten ist auch noch Alonso, der noch wartet, dass einer von uns einen Fehler macht. Hat fast das Auto verloren. Solange ich DRS habe, ist eigentlich alles in Ordnung. Oder auch nicht. Peres bremst sich. Und ich habe DRS, oder? Nein, kein DRS. Wo ist denn der Messpunkt? Okay, okay, Kaya, beruhig dich. Schnell Verstappen, es ist unfassbar. Ja, da wird jetzt vorbeigehen. Da kann ich mich nicht gegen wehren. Das Pferd ist auch noch durchgeschlüpft, das passt mir gar nicht. Verstappen gerade Peres verkauft? Ah, dass Peres die Karre noch auf 1 halten kann, ne? Ja, der Alonso ist auch jetzt in Schlagdistanz. Wir haben 5 Autos, die um P1 kämpfen. Okay, das war ein weirder Quersteher. Bitte nicht nochmal passieren. Bitte, bitte, bitte. Nein. Oh, never lift. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Alter! Verlieren aber gerade das DRS, oder? Nochmal DRS. Der Verstappen auf den Harten auf 1. Dreh durch. Nein! Och nein! Och komm! Ah, ich hab Marbles auf dem Reifen. Nein, ey! Okay, be aware, the grip
grip levels are going to start falling away soon. Ach echt? Ach, Mann, das war kein guter Fehler von mir. Gibt's gute Fehler? Our gap to the current front is 1.5 seconds. Mann, der ganze Flow ist raus und Alonso ist halt in DRS-Reichweite von Leclerc und Leclerc hat jetzt kein DRS mehr. Und DRS ist gerade in Jeddah super stark. Ach, Mann. Okay, Fokus, komm. Wenn die beiden da vorne anfangen zu fighten, kann ich vielleicht wieder rankommen. Okay, Leute. Alonso ist echt eine Schlagkraftwette zu Leclerc. Und ich kämpfe gerade ein bisschen gegen meine Reifen. Norris kommt tatsächlich auch gerade näher. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir in der letzten Runde P5 überhaupt halten können. Und ich sehe auch gerade, Alonso hat Leclerc gekriegt. Wenn es Leclerc vernünftig macht, dann kriegt er ihn wieder. Ja, meine Reifen sind dementsprechend schon bei fast 50%. Ist nicht so das Beste, aber ich muss das Beste jetzt überhaupt draus machen. Oh. Norris darf nicht ins DRS kommen. Dann habe ich ein Problem. Ist er im DRS? Das gleich herausfinden. Ja, aber jetzt ist es auf jeden Fall. Warum habe ich kein DRS eigentlich? Der Messpunkt so weit vorne? Eieiei. Das war ein Schnuff zu eng. Ein Schnuff zu eng. Boah. Ja, Peoples. War ein okayes Rennen. Die Pace war wirklich gut. Aber dann dieser eine dumme Fehler. Du darfst diesen Curb um keinen Preis berühren. Ansonsten verlierst du super viel Zeit. In dem Fall habe ich noch eine Position zu Alonso verloren. Und fast hat es mich das gekostet, dass sogar Leclerc die Position zu Alonso verloren hat, weil dadurch, dass ich gefehlt habe, hat Leclerc kein DRS mehr gehabt. Wir konnten uns nicht gegenseitig DRS geben. Wir haben ja echt eine Zeit lang Alonso hinter uns gehalten. So schnell kann sich die Sache drehen. Wir haben sogar noch fast die Position zu Lando verloren. Aber nichtsdestotrotz, die Pace war okay. Es hat nur nicht gereicht. Naja, wir haben noch genug Rennen vor uns. 14 Rennen an der Zahl werden es sein. Von dem her, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo raushauen, um natürlich die anderen Folgen nicht zu verpassen. Und wir sehen uns ganz, ganz bald im nächsten Video. Peace out. Ciao.